Servus Leute, heute gibt's Teil 2 Ledersilbergerben, das Äschern. Der heiß begehrte zweite Teil, das Äschern, ich wurde schon oft angeschrieben, wann es denn endlich soweit ist. Ich habe jetzt in der Praxis nichts, wo ich gerade heute äschere, aber dieses Thema Äschern lässt sich sehr gut theoretisch erklären und kurz fassen. Und deswegen möchte ich euch einfach heute mal im zweiten Teil nur eigentlich Theorie vermitteln, die aber, denke ich, doch sehr verständlich in der Praxis umzusetzen ist. Wenn ihr jetzt wie im Teil 1 eure Haut gesalzen habt, müsst ihr erstmal das Salz von der Haut runterbringen. Das mache ich dann einfach, hol das Fell aus der Tüte raus, tue erstmal das Salz im Groben runterstreichen, sage ich mal, und dann wird das Salz noch restlich mit Wasser ausgespült. Ich habe Regenfässer, also ich habe immer ausreichend Regenwasser da, weil man braucht schon ein paar Liter. Wenn man das jetzt aus der Leitung zapft, das ist natürlich auch ein finanzieller Faktor. Deswegen eignet sich da eigentlich auch Regenwasser sehr gut dazu. Als erstes spült ihr natürlich eure Felle aus, einfach hoch, runter, ein bisschen reiben. Und da werdet ihr schnell merken, dass das Wasser sehr trüb, salzig trüb wird. Das mache ich dann immer so weit, dass ich das Gefühl habe, dass nahezu alles Salz rausgewaschen ist. Dann nehme ich mir einfach frisches Wasser und wiederhole das Ganze. Und im Idealfall kommt dann nicht mehr allzu viel raus. Das Wasser wird wahrscheinlich dann nicht mehr sehr trüb werden. Falls doch, dann vielleicht sogar noch einen dritten Spüldurchgang durchführen. Wenn ihr jetzt eure Haut eingefroren habt, statt zu salzen, dann nehmt ihr es einfach raus, taut es auf, erstmal irgendwo auf der Platte, auf dem Tisch irgendwo gerade ziehen, gucken, dass es wirklich großflächig auch aufgetaut ist und keine gefrorenen Stellen mehr da sind. Dann seid ihr, ob ihr jetzt gesalzen oder eingefroren habt, quasi auf demselben Stand, denselben Status mit eurer Tierhaut. Als nächstes braucht ihr einen großen Trog oder Wanne oder auch einfach einen großen Eimer, tut es normalerweise auch, indem ihr überhaupt äschern könnt, wo das Fell und die Äscherlösung Platz findet. Um die Äscherlösung anzusetzen, verwende ich zum Beispiel auch wieder Regenwasser, also kein Leitungswasser, und ihr braucht dafür Asche, weiße Asche. Wenn zum Beispiel einer von euch einen Holzofen zu Hause habt, bietet es sich sehr gut an, die feine Asche aus dem Ofen aufzubewahren, weil die schon sehr fein ist und eignet sich sehr gut dafür. Falls ihr keinen Ofen habt, müsst ihr entweder mal einen Bekannten fragen, der euch die Asche aufhebt, oder ihr macht so wie ich. Ich siebe mir die Asche aus den Resten aus dem Lagerfeuer, aus der Feuerschale heraus. Das heißt, ich nehme einfach ein Sieb, ein Spielzeugsieb, ein Sandsieb von den Kindern, Kinderspielzeug, ein feines, und schaufel mir quasi die ganzen Glutreste und alles mögliche, Kohlereste aus der Feuerschale raus und sieb das Ganze durch, dass ich nur die feine Asche erhalte. Da sind immer wieder ein paar kleine Kohlestückchen dabei, das ist aber nicht so tragisch. Die schwimmen dann sowieso später nach oben, die größeren Stückchen, und die kann man dann auch wieder abschöpfen. Um jetzt eine gesättigte Lösung zu bekommen, müsst ihr einfach ausreichend Asche in das Wasser geben. Um das zu überprüfen, ob jetzt diese Lösung wirklich gesättigt ist, könnt ihr ein rohes Ei nehmen, in das Wasser legen, Asche dazugeben, immer wieder mal umrühren, und wenn die Lösung ausreichend gesättigt ist, wird das Ei nach oben schwimmen. Manch einer wird es vielleicht noch von diesem Sol-Ei, glaube ich, heißt dieses Experiment, wenn man einfach Wasser mit Salz vermischt, also Salzwasser, schwimmt das Ei nach oben, in normalem Wasser bleibt es am Boden liegen. Und so ist es auch mit der Äscherlösung. Somit könnt ihr überprüfen, ob eure Lösung wirklich gesättigt ist. Wenn ihr eine gesättigte Lösung angesetzt habt, ist es eigentlich ganz simpel. Ihr gebt eure Fälle in die Äschelösung hinein. Am besten gerade hinlegen, deswegen eignet sich oder empfiehlt sich, eine große Wanne oder Bütte zu nehmen, dass man die flächig reinlegen kann, dass die nicht so viel gefaltet sind.
darauf zu achten ist, dass eben überall diese Escher Lohr oder Escherbrühe Lösung hinkommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Schafsfell oder sowas habt oder einfach ein Fell, wo eine große Haarstruktur hat, kann es immer wieder sein, dass sich Luftblasen zwischen den Haaren bilden. Diese müsst ihr so ein bisschen rausmassieren, dass die Luft rauskommt und dafür die Escherlösung zwischen den Haaren an die Haut gelangt. Wenn ihr jetzt die Haut eingebracht habt, das könnt ihr auch gerne mit mehreren Häuten machen. Ich habe meistens so 4, 5, teilweise bis 6 Rehdecken gleichzeitig in so einer Escherlösung drin. Müsst ihr das Ganze mit sauberen Steinen beschweren. Dazu könnt ihr entweder große Kieselsteine nehmen, Backsteine, ich habe also Pflastersteine, wo ich mir da extra für zur Seite gelegt habe. Wichtig ist, die Steine sollten sauber sein. Also erstmal gut abbürsten und dann das Ganze beschweren, so dass nichts von der Haut an der Oberfläche ist, dass alles unter Wasser ist. Das Äschern kann je nach Außentemperatur unterschiedlich lange dauern. Ich habe das mal in den Wintermonaten gemacht, da hatten wir ja immer so tagsüber maximal 10 Grad. Da hat es auch funktioniert, hat aber glaube ich so 5, 6 Wochen etwa gedauert und bis es so halbwegs war, also nicht ideal. In den Sommermonaten funktioniert das besser. Da geht es teilweise sogar relativ schnell, weil durch diese Escherlösung wird quasi ein kontrollierter Fäulnisprozess auch eingesetzt, dass die Asche in Verbindung mit dem Wasser gibt auch so eine Art Lauge, möchte ich ja mal sagen. Das heißt, es löst auch das Fett etwas aus der Haut heraus. Und wenn es eben warm ist, angenommen tagsüber hat es 30 Grad, in der Nacht hat es vielleicht noch 15 Grad oder vielleicht sogar 20 Grad, so richtig im Hochsommer, dann kann es sein, dass dieser Escherprozess gerade mal eine Woche dauert. Am besten wäre es, wenn ihr täglich oder jeden zweiten Tag die Steine runternehmt, schichtet die Häute etwas um. Dabei könnt ihr immer überprüfen, ob sich schon die Haare lösen. Wenn ihr seht, dass an der Wasseroberfläche schon Haare schwimmen, ist es ein gutes Zeichen, weil sich dann schon die Haare herausgelöst haben teilweise. Sie schwimmen dann automatisch nach oben. Und dann müsst ihr einfach mal am Fell, an den Haaren ziehen. Und wenn die Haare, sag ich mal, nahezu ohne Widerstand sich herausziehen lassen, dann ist es ein sehr gutes Zeichen, dass ihr diesen richtigen Punkt erwischt habt. Deswegen auch immer wieder umschichten, weil ich gemerkt habe, an den Stellen, an denen die Steine liegen, da gibt es alles immer ein bisschen Defizit, da ist es dann noch nicht so gut geäschert, die Haut. Deswegen gern mal ein bisschen umschichten, dass überall das gleichmäßig geäschert wird. Wenn ihr es vergessen solltet oder diesen Punkt um einen gewissen, ja, überschreiten solltet, an dem die Haare rausgehen, passiert folgendermaßen, dass nämlich die Gelatine aus der Haut zu stark herausgelöst wird. Das heißt, angenommen, ich habe einen Bekannten, der hat gesagt, er hat es mal vergessen, 3 Monate lagen die Häute in der Escherlösung. Am Schluss war nur noch irgend so ein klumpigen Brei über. Also das heißt, diese Escherlösung zersetzt auch die Haut, wenn es zu lange drin ist. Deswegen sollte man das regelmäßig überprüfen, um diesen Punkt, an dem die Haare gerade so sauber rausgehen, abpasst und dann die Felle herausnimmt. Nachdem ihr diesen Punkt hoffentlich erwischt habt, gehe ich immer her und spüle die Felle nochmal mit klarem Wasser durch, um diese Escherlösung einfach herauszuwaschen. Das Ganze, wie vieles beim Gerben, hat viel mit etwas, ich sag mal, die meisten würden es als Geruchbelästigung zu tun sagen. Es ist geruchsintensiv. Also man muss schon ein bisschen geruchsfest sein, wenn man das so sagen kann. Also wenn man eine sehr empfindliche Nase ist oder hat, ist das vielleicht jetzt nichts für einen. Da kann es einen durchaus doch mal ein bisschen aus den Socken hauen, wenn man da seinen Deckel hebt. Genau, das habe ich vergessen. Am besten die Wanne oder Eimer abdecken, dass da auch keine Fliegen ihre Larven reinsetzen und so weiter. Ja, und wenn man eben den Deckel hebt,
Da kann da schon einem ein Duft entgegenkommen, wo einen leicht aus den Socken und den Schuhen hebt. Deswegen nochmal dann danach klar durchspülen, dann ist auch dieser extreme Geruch erstmal ein bisschen gemindert. Dann kommt eigentlich der nächste Schritt, nämlich das Enthaaren und Entfetten. Das möchte ich euch dann im dritten Teil zeigen, weil da denke ich, ist es theoretisch zwar erklärbar, aber wenn man es einfach im Bild sieht, ist es besser verständlich. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles soweit verstanden, wie der zweite Schritt, das Äschern, vonstatten geht. Und ich werde versuchen, zeitnah den dritten Teil noch umzusetzen. Ich denke, wenn es jetzt wärmer wird, wir haben jetzt Ende März, es ist jetzt bald Ostern, und das sollte es doch jetzt langsam wärmer werden, dass man das wieder gut machen kann. Ich habe schon bei etwa 0 Grad enthaart und entfleischt. Es ist einfach unangenehm, bei dieser Kälte draußen zu stehen und mit den nassen Häuten zu hantieren. Da bietet sich einfach die wärmere Jahreszeit doch einfach an. Ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich würde mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Wenn du jetzt noch kein Abonnent meines Kanals bist, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Wenn ihr noch nicht auf die kleine Glocke geklickt habt, einfach auf die Glocke klicken, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Gerne könnt ihr mich auch auf Facebook und Instagram besuchen, und ich bedanke mich fürs Zusehen und für eure Interesse. Bis zum nächsten Mal, euer Grasi. Servus.